Ihr postet euren Schreibtisch so, wie er derzeit aussieht. Nicht aufgeräumt, nicht hergerichtet, sondern so, wie er derzeit aussieht. Fotografiert ihr euren PC und schickt ihn mir auf Twitter über den Hashtag MD7PC. Und dann gucke ich mir euren PC und euren Schreibtisch an und werde live im Stream euch quasi euer Setup bewerten. Ich werde eure Ordentlichkeit bewerten. Ich werde bewerten, ob wir Ähnlichkeiten haben, charakterlich. Ob mein Schreibtisch ähnlich aussieht wie dein Schreibtisch. Und natürlich, was ich von deinem Schreibtisch halte. Okay, Chad, was zum Teufel? Warum hängt da eine Knarre an der Wand? So, jetzt habe ich das ja auch nicht sortiert. Okay, was haben wir hier alles? Okay, Chad, was ist... Ist das ein Aquarium? Ich glaube, es ist ein Aquarium-Chat, aber die Fische schlafen. Da sind ein paar Airsoft-Knarren hoffentlich an der Wand. Und next. Was haben wir hier, Chat? Ich meine, was spielst du da für ein Spiel, Alter? Ist das Arma? Was ist das für ein Game? Ist das Division? Könnte Division sein. Oh mein Gott, Alter. Chat, ich habe das Gefühl, dass wenn man Raucher ist, dass man irgendwann einfach seinen Tisch so komplett mit kleinen Papierschnipseln voll macht. Wisst ihr, was ich meine? Da ist der riesige überquillende Aschenbecher. Okay, nächster. Was haben wir denn hier, Chat? Ich werde langsam echt müde übrigens, nur so unter uns, Chat. Oh, schauen wir den Weep. Chat, ungelogen, mich freut das, wie viele Weeps wir in der Community haben. Aber ansonsten finde ich wenig Angriffsfläche auf deinem PC. Wisst ihr, Chat? Ihr müsst mir schon irgendwas geben, worüber ich reden kann. Next. Was haben wir hier? Schauen wir den Anime-Kram. Moment, ist das nicht dieses komische Spiel, wo man auch irgendwie Geld ausgeben kann, um dann irgendwie irgendwelche Vorteile zu bekommen oder so? Oder Kisten öffnen oder so? Schöner PC übrigens. Also, sieht ganz ordentlich aus soweit. Was haben wir hier? Ja, hat jemand... Ist das eine Uhr, womit man Flexjet? Oder warum ist da die Uhr in der Box mit dem Namen der Firma? Ich glaube, es ist ein flexiges Bildchat, oder? Ich meine, der PC ist flexi, aber die Uhr ist auch flexi. Der PC ist fast schon schöner. Mir gefällt, dass mein eigenes Gesicht sich im PC dort reflektiert, Chat. Mein Gott, Alter. Ja, ich sag mal so, er hat wirklich einen schicken Desktop-Chat. Sieht gut aus, Mann. Und die Uhr ist auch nett, glaube ich. Ja, was soll ich dazu sagen, Mann? Also erstmal, ich sehe das urtypische Butterbrot-Brett. Aber jetzt die nächste Frage, die ich habe, ist, warum ist das so ein trauriger Napf mit Grünzeug? Wisst ihr, was ich meine? Ist es das, was du isst, oder... Wisst ihr? Ist das nicht einfach nur Blattsalat in den Napf? Nur so unter uns? Okay, jetzt haben wir noch so... Warte. Hier rechts sind noch ein paar interessante Dinge, die wir sehen. Erstmal hier, Papierrolle, respektiere ich. Scheinbar arbeitet in der Niesen Tiefbau GmbH, zeigen wir nicht zu viel davon. Black Mask, was auch immer das hier ist. Ein Family Eiscafé. Aha. Guck mal, hier ist sogar, guck mal, luftgekühlter PC-Chat, also schon fast eine Rarität bei den ganzen Wasserkühlungs-PCs, die wir heute angeguckt haben. Oh, wie bin ich denn auszusehen hier? Digga, ist das eine Gardine mit Katzen drauf? Das ist ja eine Gardine, wo Katzen im Fenster sitzen. Das ist eine sehr interessante Gardine. Hast du eigentlich deine Metallbesteckphobie überwunden? Nee, nicht so wirklich. Aber mittlerweile kann ich zumindest mit einem Löffel essen. Nice, Mann. Okay, next. Was haben wir hier? Informatik-LK. Oh, Chat. Hornboldi hat morgen eine Informatik-LK-Klausur. Könntet ihr einmal kurz die Daumen drücken, Chat? Ein F für Hornboldi. Hornboldi, du rockst das. Ich vertraue dir. Beziehungsweise ich glaube an dich. Ah, deswegen sagt er Informatik-Klausur, weil wir quasi mitlesen können. Schick soweit. Was ist das hier? Ernsthafte Frage, Chat, was ist das? Da, wo mein Mauszeiger gerade ist, zentriert in der Mitte. Der WLAN-Stick ist das? Digga, Alter, WLAN?
Und das fand ich auch irgendwie ganz süß, Chat, Alter. Das ist halt so, zeig mal euer Setup. Und irgendjemand hat sich in der Siegen gestellt, hat einen PC fotografiert. Ich meine, come on. Respektabel, Tim, okay? Respektabel. Okay, go. Guckt hier. Hm? Chat, let's purge the weeps. Und was ich noch für euch hab, ist... Leer. Chat. What the fuck, Alter, Mann. Lass das Risiko eingehen. Oh mein Gott. Chat, wisst ihr, was das hier hinten in der Ecke ist? Zufälligerweise. So, was habe ich nicht in der Wohnung. Es ist quite literally, Chat. Das ist da, wo ich meine Füße drauf tue. Das ist mega praktisch. Das hat die genau richtige Höhe. Okay, was haben wir noch so? Auf der rechten Seite. Heieieiei. Wisst ihr, Chat, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob möglicherweise die Person, die hier lebt, tatsächlich gerade zuguckt und wirklich gerade ein Foto gemacht hat von seiner Wohnung. Oder ob das einfach irgendein Bild aus dem Internet ist, Chat. Aber wir sollten schon fast eine Reverse-Image-Search machen, oder? Ich gehe davon aus, dass es... Sagen wir mal, es ist echt, Chat, ja? Dann wirklich, Digga, dicken, fetten Respekt dafür, dass du wirklich ein Foto gemacht hast. Next. Okay, Chat, wir haben hier jemanden, der mag scheinbar Metal-Musik, ja? Bananen liegen hier? Interessant, wie viele Leute von euch Bananen am Tisch liegen haben. Hier liegt eine kleine GoPro. Ansonsten sehe ich leider nicht genügend Dinge, die ich angreifen kann. Next. May the force be with you. Oh, ist das eine Nerf Gun? Wow. Moment, da steht Einsteigerset. Was ist das für ein Einsteigerset? Einsteigerset in was? Einsteigerset in Modellbau? Einsteigerset in Elektrokram? Ach nee, das ist einfach deine Monitorerhebungsding. Also er hat quasi einfach irgendwas unter dem Monitor getan, damit der Monitor ein bisschen höher ist. Kann ich euch übrigens auch raten, Chat, ja? Wenn euer Monitor zum Beispiel immer zu tief ist oder so und ihr so runtergucken müsst oder so, legt einfach ein paar Schulbücher drunter. Die braucht ihr eh nicht. Also, solange ihr nicht in der Schule seid, braucht ihr die eh nicht. Okay, next. Das meinte ich übrigens mit, ihr wisst ganz genau, wie ich euch rannehme, indem ihr einfach einen Gruß an den Streamchat mit reinschreibt. Ein Wacken-Dings, die Bums. Viel Wacken-Kram, Chat, so wie es aussieht, war jemand vor der Seuche auf Festivals. Ich hoffe, ihr wart auch vor der Seuche auf Festivals. Denkt immer dran, Chat, nach der Seuche, wenn irgendwann die Seuche soweit vorüber sein sollte, Chat, dann werden Festivals nie so sein wie zuvor. Dann werden erstmal alle Leute auf Festivals gehen wollen, gleichzeitig. Und das wird... Komm mal hier. Also, mir gefällt, dass du Zucker sowie auch Salz und eine Kaffeemaschine direkt am PC hast. Und, Chat, so wie es aussieht, haben wir einen Weep hier, okay? Mein Gott, Chat, Alter. Weeps gibt's wirklich in jedem Alter und jeder Form und jeder Farbe, ne? Raucher. Aber ansonsten erfrischend sauber. Nächstes Bild. Ja, ihr wisst, warum ich das Bild reingenommen habe. Mir gefallen diese Arme, wo die Monitore dran sind. Ich habe auch schon mal überlegt, mir so ein Ding zu kaufen. Zumindest für die Monitore, wo ich so Subs und so Kram drauf habe. Ich habe übrigens seit bestimmt eine Stunde keine Subs mehr vorgelesen, oder? Wie wär's, wenn ich das mal kurz mache, Alter? Danke für eure Unterstützung. Kappa Schlumpf der Echte für deinen Sub vor einer Stunde. Le Nerd Nenders, danke für den Prime-Sub. Danke, Zechbrella Palutinava. Sorry, dass ich jetzt erst vorlese. Danke, Magie, Saka und Soulflame. Liebe Taischente, Sprachnotiz, danke für deinen Prime-Sub. Dankeschön, Young CK, für den geschenkten Sub an Morten. Tu TKY, danke für die Troy, dankeschön, Strawhead. Und Jesse VN für Unterstützung. Jesse fragt, ob Pay-to-Win effektiv ist, um sich vorzudrängeln. Als wenn ich käuflich bin. Ich habe deinen schon angeguckt, ohne Pay-to-Win. Moment, nicht spoilen, wir waren hier.
Cage, danke schön für deine Biddies, Bruder. Vielen Dank für die Unterstützung. Danke Wulpe, Holiday und Candyman für Holy Subs. Danke Mr. Y Exotic für deinen Prime Sub. Looping 31, danke schön Downy. Walter Weissack, Sergeant Dino, Easy Nils, Easy Life und natürlich Affe Trink Kaffee für eure Subs. Dankeschön. Und hier ist noch ein Setup von Easy Nils, Easy Life, wenn wir sich vordrängeln. Also ich sehe weder Weed noch Alkohol. Scheinbar scheinst du kein Durchschnittszuschauer zu sein. Der mittlere Monitor ist curved. Chat, der mittlere Monitor ist curved, 144 Hertz. Wow, krass, Chat. Okay, nächster. Ah. Schaut auf den Schreibtisch, Chat. Was könnt ihr über diese Person herausfinden? Nur basierend auf den Schreibtisch. Sagt mir alle Facts, die ihr über die Person lesen könnt, nur anhand des Schreibtisches. Also ich sehe auf jeden Fall schon mal Fabcreme, Chat, okay? Hier ist auf jeden Fall schon mal Fabcreme. Es soll Handcreme sein, aber es wird anderweitig eingesetzt. Er besitzt eine Katze, weil das hier sind so Katzen-Dreamy-Futter. Er ist Pepsi-Trinker. Er ist jemand, der eine offene Pepsi-Flasche stehen lassen kann und dann trotzdem noch ohne Kohlensäure weiter trinkt. Der Barbar. Er hat eine Weinflasche wieder verschlossen. Ist das hier Essen für Menschen oder für Katzen? Ich bin nicht ganz sicher. Er mag eine Dodge Viper. Und er spielt WoW. Meint ihr, er ist Pumper wegen des Thunfisches? Möglich, ja. Oh ja, und nicht zu vergessen die Prinzenrolle, ja. Ist das hier Desinfektionsmittel? Vielleicht. Vielleicht ist das aber auch so Badeelixier oder so. Wisst ihr, womit man so das Badewasser einfärben kann? Okay, wen haben wir hier? Zimbel. Es ist verdächtig, Chat, wie viele Leute von euch so ein Japanese Love Pillow zu Hause haben. Wirklich, Chat. Wie kann das sein, dass so viele Leute von euch so etwas zu Hause haben, Chat? Erklärt mir das. Wisst ihr, was ich meine? Was ist da los? Ich will damit nur sagen, Chat, dass Weeps echte Weirdos sind, okay? Super Weirdos, Chat, okay? Just saying. Und das wollte ich nur mal ganz kurz festlegen, okay, Chat? Was zum Teufel ist mit den Leuten los? Bevor ihr fragt, wo ich die herhabe, Chat, okay? Ich erkläre euch die Geschichte, wo ich meine herhabe, okay, Chat? Dieses Kissen hier gehört nicht mir. Das gehört eigentlich Steve Memories. Deswegen packe ich auch meine Füße drauf. Dieses Kissen hier, Chat, habe ich mir selber geholt. Okay, Chat. Und zwar, das alles haben wir geholt im Rahmen der Gamescom 2018, Chat, als die Welt noch heile war vor der Seuche. Und wir waren an so einem dieser Stände auf der Gamescom, wo man sich halt so Weep-Utensilien holen konnte. Und ich dachte mir so, wie wäre es, wenn ich aus Spaß mir so ein, ich glaube, es ist Daikimakura, ein Daikimakura hole, Chat. Und dann dachte sich Steve, hey, ich hole mir auch eins. Aber Steve hatte gesagt, er müsste mit dem Daikimakura mit dem Zug nach Hause fahren. Und deswegen wollte er das Kissen nicht mit in den Zug nehmen, weil ihm das peinlich war. Okay? Und deswegen habe ich sein Kissen bei mir aufgenommen. Okay? Das ist der Grund, warum wir zwei sind. Okay, Chat? Und das ist die absolute Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ja. Ja. Also ich habe dann irgendwann später zu Hause herausgefunden, Chat, falls ihr übrigens Beratung sucht zu Japanese Love Pillows, okay? Ich habe zu Hause herausgefunden, dass ich als jemand, der 1,90 ist, also ich bin recht groß, sage ich mal, dass ich mit einem kleinen Kissen nicht so gut klarkomme und ich hätte mir lieber ein großes holen sollen. Aber die großen waren teurer als die kleinen, deswegen habe ich mir kein großes geholt. Aber wenn ich mir nochmal eins holen sollte, Chat, und ich konnte mich seit 2018 beherrschen, kein weiteres zu kaufen, dann wird es ein großes sein.